Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, Zack ist immer noch sich hart die Notiz hier am Anschauen, das Bild am Anschauen. Nein, er war es nicht. Von Bix, den wir ja finden müssen. Und ja, also erste, auch als ich irgendwie geladen habe, hat er direkt das Foto rausgeholt. Also, aber irgendwie sehr lustig. Gut, ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Action gehabt. Wir haben mit Barrett gegen Dine gekämpft. Wir haben gegen Palmer gekämpft mit den Rest der Gruppe. Und wir haben, sind das die Honigbienen? Und wir haben, wir sind mit dem Buggy hier abgehauen vor Shinra und haben uns so eine kleine Verfolgungsjagd mit denen geliefert, ne? Und ja, wir wissen jetzt nicht genau, was gerade passiert ist auf der anderen Seite, ne? Also nach den ganzen Zeugs, ne? Wir sind gerade mit dem Buggy unterwegs. Und ja, dann wurde hier zu Zack in Midgar geschnitten. Und ja, mal gucken, was hier los ist. Er ist immer noch auf der Suche nach Bix, was er ja schon beim letzten Mal war, ne? Also er hat den Auftrag halt bekommen von Aerys Mutter, ne? Und ja, wir laufen dann hier nur so ein bisschen rum, ne? Übrigens gemerkt, er hat ein paar coole Animationen, ja, wenn er im Dings ist, ne? Seine, die Kniebeugen hier, die er, ja, Cloud auch hin und wieder mal gemacht hat, ne? So, oh, Entschuldigung. Und ja, ja, mal gucken, ne, was hier so passiert, ne? Wir müssen gucken, wo Bix ist. Wollen wir den finden müssen, weiß ich nicht mehr, schon ein bisschen her, aber ja, machen wir mal. Ne? Was? Entschuldige, was? Es geht das Gericht davor, dass ein riesiger Meteorit aus dem Himmel fällt. Okay, irgendwie verwirrt mich hier gerade. Ach, da ist ein Bereich. Okay, ich wollte schon sagen, weil egal wo ich hingehe, überall wo ich hingehe, da oben der Zielbereich ist immer in der Mitte. Also deswegen mache ich erst so ein bisschen verwirrt. So, hä? Ich weiß, ist der richtige Weg. So, kann ich diesen einen Dialog nochmal triggern, weil das klang interessant. Nee, nicht mehr, ne? So. Entschuldige, woher hast du dieses Gerücht gehört? Nicht so viel hier erzählen, ne? Also ja, wir brauchen jetzt nicht unbedingt das Foto hier anschauen. Wir wissen, wie Bix aussieht, ne? Er sieht ein bisschen anders aus. Wir haben ihn ja schon in der Cutscene gesehen, ne? Deswegen werden wir den schon wieder erkennen, wenn wir den sehen, ne? War der Typ hier mal in den Slums? Da bin ich leider überfragt. Boah. Boah. Ich glaube, dass der Schimmer dieses Mal nichts unternehmen kann. Nicht wahr? Falls du noch was auf dem Herzen hast, jetzt ist die Chance dafür. Ja, ist klar, den wirst du nicht finden, wenn du die ganze Zeit auf das Foto guckst, ne? Also, muss schon hier gucken. Muss schon die Leute angucken, ne? Nicht das Foto die ganze Zeit. Bin wieder zurückgelaufen. So. Dann gucken wir mal, wo kann der da noch sein? Vielmals für die Unterstützung all die Jahre. Besondere. Ist es wahr, dass Aerys jetzt im Rollstuhl sitzt? Das weiß ich. Nein. Ist der Mann hier schon mal aufgetaucht? Wer ist das denn? Muss ein bisschen höher. Ein bisschen tiefer das Bild halten. Das habe ich nicht gesehen. Ein Auto. Wofür denn hier? Hey, den hier schon mal irgendwo gesehen? Nein, kenne ich nicht. Ich will so auf der Foto. Ach, sieht man den da? Na, meine Kleine, hast du schon mal diesen gruseligen Mann gesehen? Boah. Was wissen die Leute eigentlich hier? Zum Glück sind wir hier nicht mehr am Abhängen. Wow. Was ist das? Explosion. War das wieder Avalanche? Bestimmt. Das schauen wir uns mal an. Jeden Abend vor dem. Entschuldigung, haben Sie diesen Mist da gesehen hier? Die Explosion kam von der Stimme.
Oh Mann. Dann checken wir halt mal aus, ne? Was da so los ist, ne? Ich kann mein Bild nicht mal angucken. Das sagt wieder aus dem Yuffie DLC, glaube ich. Ja, da ist er doch, oder? Hab ich dich. Okay, Flucht aus dem Paradies. Mein Gott, da hätten wir die paar Minuten auch noch spielen können, ne? Das gibt's jetzt nicht. Entschuldigung. Sag mal, wo soll's eigentlich hingehen? Nach Süden, der Sonne hinterher. Und warum? Im Norden liegt Coral. Und jetzt geht Gas. Ja. Okay, einmal ab in den Süden. Haltet euch gut fest. Okay, du kannst überhaupt nichts sehen. Kitschi. Wir schon ewig Freunde, aber wissen wir so gut wie gar nichts über dich. Viel gibt's auch leider nicht zu berichten. Bin bloß ein einfacher Angestellter der Shinra Resorts. Meetings, kopieren, Kaffee kochen, das war's schon fast. Noch ein Schuss und also. Schuss Katze. Was du nicht sagst. So ein interessanter. Hat sich einfach casual jemand von Shinra uns angeschlossen. Das hat meine Neugier geweckt. Barrett hat nichts dagegen. Du bringst ja gerade nicht steuern, das ist automatisch. Wo ist sie überhaupt? Sie ist ganz vorne. Haltet den verdammten Wagen an! Warte, nicht hier drin! Ich halte ja schon an! Geht es wieder? Einfach tot am Boden. Was jetzt? Wir haben keine Ahnung, wo die Schwarzkutten sind. Und ziellos umherfahren bringt auch nichts. Ich will nicht mehr. So. Alter. Das Spiel muss aufhören. Ich weiß, was wir jetzt brauchen. Boom. Ein Horoskop. Die Sterne werden uns den Weg schon zeigen. Miau, 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 miau. Es ist immer schön, euer Gemüse, Kinder. Glücksessen. Pilze. Na, fast klar. Fast nah dran. Pilze. Pilze. Oh, Barrett, du hast doch vorhin den Reaktor von Coral erwähnt. Als es um die Armer ging. Weapons. Dir habe ich davon aber nicht erzählt. Nun ja, ich weiß genau, dass es nicht weit von hier noch einen stillgelegten Reaktor gibt. Genau. Materia? Reaktor? Dabei. Auf zum Reaktor! Kann ja nicht schaden, mal vorbeizuschauen. Ein bisschen fahren müssten wir allerdings noch. Was meint ihr? Warum nicht? Na gut. Cloud, übernimmst du? Na, treffen wir uns gerade wieder. Gut. Unser Ziel ist die grüne Oase im Süden. Wir sind schneller beim Reaktor, als ihr Marco sagen könnt. So, ja. Yeah. Gruppe beigetreten. Kaitsi, Kaitsi. Kaitsi, ich nenne ihn Kaitsi.
Der Buggy transportiert dich an Land sowie durch seichtes Wasser und ist dabei schneller als ein Schokobo. Während du im Buggy sitzt, werden Materialien für Synthese in der Nähe automatisch. Was? Und ja, neue Attraktion im Gold. Also ja, wir werden natürlich erstmal ein bisschen hier als andere machen. Ne? Eine Sekunde aber. Oh, ja, Musik hier. Ja, bevor wir weitermachen. Ja, und falls es noch nicht offensichtlich war. Ja, Keiichi ist ein Partymitglied. sehr geil. Wir haben unser nächstes Partymitglied in der Gruppe. Natürlich nehmen wir den in die Gruppe rein. Und ja, ich habe mich schon gewundert, wann der Zeitpunkt kommt, in dem sich Keiichi uns ja anschließt. Ne? Guckt euch mal diese Gruppe an. Und ja, cool, ne? Ausgezeichnet. Und hat er Trompeten oder Megafone? Megafone hat er nicht. Trompeten, Megafone. Ja, gelbes Megafon. Und ein Eisenmegafon hat er auch anscheinend. Wachschlagerei. Ich meine, er hat sowieso nur gerade eine Zeit. Er ist, glaube ich, mit Manipulation im Original gekommen. Ne? Glücksboost. Da ist ein was ist das denn? Materialismus. Ah, okay. Amplifikation. Gestärkte Attacke. Okay. Etwas komische Sachen, ja. Und ja. Sehr geil. Festungsarmschutz. Megalodon-Reif. Reif der Zauberkunst. Cool, ne? Ein Arm auf der Klasse 5, angefällig aus Verstärken. Was nicht, was ich ihm geben soll. Mehr Materie, ne? Bisschen weniger. Und ja, ich habe schon darauf gewartet, bis er sich irgendwann uns hier anschließt. Weil das ist das erste Mal, dass man irgendwie so Keiichi jedenfalls so in der Form irgendwie so in HD sieht. Also die Katze, die sieht man noch an TP Boost Analyse. Weiß nicht. Mehr TP. Glücksboost, ja, ne, braucht er Glück. Sind seine Sachen vom Glück abhängig, weil er ist so ein Glücksspiel Charakter, ne? Er hat so im Original hat er so Slotmaschinen und so als Limits. Und so Würfel, je nachdem was für die was die Würfelzahl anzeigt, macht man mehr Schaden. Ich weiß gar nicht, den der Mogi verursacht, den der Mogi erleidet Schaden von normalen Angriffen. Wenn ich Mogi Angreifer und Mogi normal Angriffe. Bei Keiichi hat man noch nie so wirklich in dieser Form gesehen. Also die Katze hat man schon öfter gesehen, ne? In Advent Children, in ja, in anderen Medien und so, sage ich mal, aber den dicken Mogi, den hat man noch nie irgendwie so in HD gesehen. Deswegen habe ich mich mal gewundert. Deswegen mich oder gefreut, irgendwie mal irgendwie den so in HD zu sehen. Und das glaube ich so das erste Mal. Ich glaube, Advent Children hatte ihn gar nicht mehr. So, wir müssen natürlich erstmal gehen wir mal hier raus. So, jetzt da wir natürlich ein bisschen Freiraum haben, würde ich sagen, wir machen erstmal hier die ganze Erkundungstour, ne, die wir noch gar nicht gemacht haben, ne, in den letzten Parts, weil wir sind die ganze Zeit hier die Story weitermachen, ne, und hatten nicht wirklich Zeit hier noch so ein bisschen zu erkunden und so was alles, ne. Deswegen würde ich sagen, wir machen das jetzt erstmal. Ich dachte eigentlich, da wäre eine Mogi-Altstelle hier, aber nee. Na, bevor wir weitermachen, will ich erst einmal. Wir haben neue Quests und so. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Ne? Soll ich erstmal hier den Kartenspieler machen? Ja, ne? Ich glaube ja, ne? Machen wir erstmal den. Ich brauche außerdem mal so ein Ding näher, womit wir Keiichis Fähigkeiten hier ausbauen können, ne?
Wenn ich wüsste, wo das ist. Hier ist das. Und ja, im Original hat sich Keiichi eigentlich schon angeschlossen, als wir ihn zum ersten Mal getroffen haben in der Gold Saucer, ne? Und man hat den im Original halt nicht in diesen Gruselhotel getroffen, sondern ja, im Original ist man irgendwie mit Aris hier durch die Gold Saucer gerannt und hat halt, ja, tun wir mal alle zurücksetzen, ne? Und ja, im Original war es hat halt dann ja, man ist mit Aris durch die Gegend gerannt und dann hat man Keiichi hier in diesem Minispielbereich getroffen, wo man ja mit dem G-Bike und so was durch die Gegend fahren konnte. Und da hat man den als erstes mal getroffen. Der hat dann so ein bisschen so wahr gesagt und so, oh, ich weiß nicht, was ich mir darauf bilden soll, ne? Was ich gerade gewahrsagt habe, ne? Deswegen muss ich dich begleiten, um mal rauszufinden, was es damit auf sich hat, ne? Und so hat er sich dann angeschlossen, ne? Also da gab es jetzt keinen tiefgründigen Grund oder irgendwie sowas, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob es offensichtlich war, dass er sich schon irgendwie irgendwann anschließt, ne? Oder ob es irgendwie so eine Red 13 Situation war, wie damals im ersten Teil. Also Red 13 hat sich ja auch schon theoretisch einen angeschlossen, ne? Und ja, hat sich aber nicht wirklich der Gruppe angeschlossen, war noch kein spielbarer Charakter, ne? Der hat sich so am Ende vom ersten Teil angeschlossen, ne? Und ich habe irgendwie so gedacht, die machen das ungefähr genauso hier so, ne? Aber ja, haben sie nicht. Keiichi hat sich definitiv komplett angeschlossen, was ich gut finde. Und ja, gucken wir mal. So, oh, kritischer Schaden, ne? Das heißt, vielleicht will ich ihn doch mit Glücks ausbauen, ne? Angreifen oder blocken. Entscheide ich elementare Angriffe. Gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier hin. Ich möchte natürlich mit ihm alle Sachen, ja. Angriffssignal. Bad und Keiichi. Ich werde ihn immer Keiichi nennen. Keine Ahnung. Keiichi ist irgendwie so ein komischer Name zum Aussprechen. So, ATB-Aufladung bitte. Elementare Angriffsschaden, bitte. Wenn der Gegner ein TP. Führt im Team einen physischen Nahkampfangriff aus. Okay. Dann haben wir uns hier noch Waffenfertigkeiten. Habe ich noch 25, 10 MP Maximum. Den erlittenen Schaden des Mogris. Bin mal gespannt, wie es. Es sah so ein bisschen komisch aus gerade, was ich da gesehen habe. Ist irgendwie so ferngesteuert oder so. So, MP-Regeneration, okay. Nehmen wir das. Ich bekomme irgendwie nichts davon mit, ehrlich gesagt. So MP-Regeneration. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Oh, nice. Wird einmal in Kampf vor Kampf um Fähigkeit. Okay, das ist auch nicht schlecht. Tifa hat 15 Punkte, sehe ich gerade. Hier können wir doch sicher bestimmt auch irgendwas geben, ne? Wenn der Gegner in Schockzustand versetzt wird. Schaden von Waffenfertigkeiten. Nehmen wir das hier. Also ja, cool. Müssen wir gleich mal austesten, ne? Was der so drauf hat im Kampf. So, und dann gehen wir erstmal hier und machen die Arkanspiele. Hier ist dieser Goro, nehme ich an, ne? Die Kartenspiele waren relativ easy in letzter Zeit und oh, hast du also den Weg zu mir gefunden? Ich habe dein Kommen bereits erwartet. Das braucht dich nicht zu überraschen. Dieser Mann am Fliegen. Schweben. Und du nicht. Präsenz ist mehr als deutlich zu spüren. Mein Name ist Navalan. Dank Meditation vermag ich das Wesentliche mit dem inneren Auge zu sehen. Es gibt nichts, das mir. Ich halte mich perfürzend in der Luft. Jede deiner Absichten bereits im Voraus. Du verfügst über eine aufgewühlte, doch durchaus starke Aura.
Ja, du bist würdig, dich mit mir zu messen. Ah ja, ich bin würdig. Nun tritt näher und stelle dich der Herausforderung. Okay. Gardem. Hör auf mir diesen Brunnen zu zeigen, ja, so, ja, guck mal da rein, ne? Okay, ja, machen wir einfach, ne? Ich bin sehr zuversichtlich, was meine Karten angeht. Ich habe nicht so viele schlechte Spiele gehabt in letzter Zeit, ne? So, das ist eine blöde Starthand leider. Hm. Mich dann seine Verstärkung steigt die Stärke um 1. Ich nehme den ja. Hm, er kontert mich, indem er auch dahin geht. Okay, das ist nicht schlecht. So. Machen wir das so. Jetzt haben wir einen Dreier da in der Mitte schon. Dann haben wir Ifrit da. Boah. Okay. Hm, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir das so machen, ne? So, ich kann einen von euch zerstören, wenn ich es mir da so wünsche, ne? Hm, ist ein bisschen riskant, weil ich dann in der Mitte nichts hab. Aber da sind 3 Punkte, also machen wir mal. So, ob wir jetzt zu oben oder links oder unten rechts, genau. So, einen Moment, was passiert denn jetzt, wenn ich hier ihn kaputt mache, ne? Kann ja dann immer noch einen hier platzieren, weil wenn ja, dann tue ich mir das hier gerade versauen. Und das möchte ich nicht, deswegen machen wir das so. So. Da, verdammt, da wollte ich doch hier den einen Typen hier, den hängenden, hinpacken. Nein. Oh, ich habe nirgendwo zwei. Ich das hier. Aber dann packt er irgendwo da ein hin. Ich kann nur den einen einpacken, sehe ich gerade. Okay. Wenn ich sie es so wünsche, dann könnte ich Shiva hier irgendwo platzieren. Du hast gerade deine eigene Karte kaputt gemacht, du Volltroll. Also was machen wir das? So, ich mache deine Karte kaputt. Hat's nicht so gebracht. Was soll's? Du Sack. Hm. Ich noch am Gewinnen. Ich bin gerade am Gewinnen, sehe ich gerade. Nochmal so. Jetzt geht er da oben hin, ne? Pass auf, ja. Nein, der hat mir zwar weggenommen. Okay, ich bin aber noch am Gewinnen, glaube ich. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, obwohl. Okay, 7. Okay, mach halb lang, Kollege. In der Mitte wirst du nicht hier überholen. Oh nein, ich glaube, der gewinnt. Du Sack! Boah, hat er meine Karte kaputt gemacht? Das gibt's nicht. Das geht doch nicht. Boah, ich habe den Kaktor, sehr gut. Dieser Sack. Ja. Mal eh hier. Dann kriegen wir 2 Karten. Also ja, ich wusste aber schon auf jeden Fall, dass das Spiel mindestens so bis zu Dingens geht, bis zu warte mal, wenn ich ihn hier platziere und er kommt dann hier hin. Ich sehe da hin, dann kann ich trotzdem immer noch da unten, ne?
Aber ich wusste auf jeden Fall, dass wir noch bis zu ungefähr Gold Sosa ungefähr hier spielen. Einfach nur, weil ich gesehen habe, dass man den Buggy hat, weil hier auf den Dings konnte man sehen, auf den halt einen Moment, nein, ich glaube, ich mache mal ein paar von dir kaputt, um sicher zu gehen. Oh, das gehört auch mir, sehr gut. Oh, du Sack. Weil ich gesehen hatte, man hatte auf jeden Fall schon den Buggy, ne? Den ging da eins nicht, ob das jetzt mein Feld ist oder... Ist das jetzt mein Feld oder... Also ich habe auf jeden Fall gesehen, man konnte in dem Buggy spielen, ne? Man konnte in dem Buggy sitzen. Deswegen hatte ich auf jeden Fall gewusst, man kann ungefähr bis hier in spielen, ne? Bis zu dem Punkt. Ich glaube, ich habe es mir schon vermasselt. Naja, kann ich nicht mehr gewinnen. Glaube ich nicht. Also ich habe definitiv gewusst, es geht bis zur Goldsauce und bis darüber hinaus, weil ich schon hinten auf der Hülle von dem Spiel gesehen habe, oh, die Leute sitzen im Buggy, ne? Und ja, den Buggy, den kenne ich halt, ne? Und da habe ich halt gewusst, ne, oh, wir spielen mindestens bis dahin. Was ja nicht schlecht war, ne? Also ich wusste schon, wie weit das Spiel mindestens bis zu dem Punkt geht, ne? Und da habe ich mir auch schon gedacht, so, das heißt bestimmt, wir treffen irgendwann K-Ziff, ne? K-C, ne? So meine Logik halt, ne? Und ja, so weit haben wir auch gespielt, ne? Ganz offensichtlich. Also ja, cool, finde ich das. So, ich mache so einmal. Da haben wir schon Dreier da oben. Okay, jetzt machen wir Halbplan, Kollege. Oh Gott. Verdammt. Er hat schon wieder hier. Jetzt komme ich hier wieder nicht hin. Warte, ich komme da oben hin. Du, jetzt willst du ja nicht. Komm nicht noch weiter in die Mitte. Du Sackgesicht. Hey, jetzt komme ich hier nicht durch. Mann, Typ spielt voll aggressiv. Jetzt komme ich hier auch nicht hin. Alter, ist gut. Ich komme schon wieder nicht durch. Der tut mich ja voll blockieren die ganze Zeit. Hör auf damit. Meine Güte. Ich komme gar nicht voran. Oh, hier ist eine beschissene Startart. So, Kollege. Ehrlich gesagt, nicht so gut, dass ich eigentlich immer als Erster beginne, ne? Das ist eigentlich nicht so gut, jetzt wo ich darüber nachdenke. Na, komm mal so. Weil er kommt dann immer nach vorne, ne? Und tut mich hier an abblocken. Wie ein Blöder. Na, komm in die Mitte. Perfekt. Jetzt könnte ich eigentlich den hier machen, ne? Wenn ich den hier mache. Dann zwinge ich ihn eigentlich da oben schon dahin zu gehen, ne? Und dann komme ich. Mit der Klappen, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist das Beste, was ich gerade machen kann, ne? So. Kollege, jetzt sei nicht so. Tu nicht deine Mitte, ich wollte gerade sagen. Okay, was? Ja, platziert dann da ein hin. Machen wir so. Ich gehe einfach so aggressiv wie möglich erstmal dahin, ne? Ja.
Du Sack. Mann. Oh nee. Warte. Sahaha. Hier kommst du nicht so schnell vorbei. Mit man kann er ja wohl auch nicht da. Ey, hörst du mal auf damit? Er macht die ganze Zeit meine Karten kaputt. So, kann ich ihn überhaupt da platzieren? Okay, er bekommt minus ein, aber trotzdem. Er kann jetzt nur noch eine Karte. Die eine Karte wird ihn jetzt nicht retten, oder? Nein. So, da kann er noch eine platzieren. Okay. So, ich hole mir mal hier. 5. So, dieser eine Platz, den er da noch hat, wird ihn nicht retten. Ne, komm. Ja, okay. Okay, ich habe gewonnen. So, außer er platziert doch schon wieder was hin. So, also was? Ich mach den hier. Wenn die alle hochgeballert, ne? So, 13 Punkte. Mein Ifrit wirst du nicht. Okay, ich habe gewonnen. Der macht den immer wieder kaputt. Weil er selber, weil er die ganze Zeit minus 1 da bekommt, ne? Oh, so viele Bonuspunkte. Der geht wieder direkt kaputt, ne? Pass auf. Der kann ihn nicht platzieren, weil der da minus ein Dingen hat und der macht die halt immer wieder kaputt. Oh, ich kann abschlagnahmen. So. Ausgezeichnet. Kannst du gar nichts mehr platzieren. So, ich dachte, ich könnte noch eine Karte da kaputt machen oder so von denen. Geh mal da rein. Oh, warte. Ah, nee, okay. Ich gehe gar nicht minus 3. Minus 1. Okay. Dann packen wir dich dahin. Für ganz viele Punkte. Dann packen wir dich da hin für ganz viele Punkte. So, gewonnen. Also das ist der weiteste Punkt, den ich hier auf der Rückseite der Hülle sehe. Ne? Ich habe schon gesehen, Yuffie, also die Hülle von dem Spiel auf die Rückseite hier, sieht man nur so ein Bild, wie Cloud auf Sephiroth hinspringt. Ne? Man sieht darunter gemeinsam gegen das Schicksal. Boah, Cutscene wieder. Oh nein, er schon wieder. Mein Name lautet Lidrel Balmon. Ich bin der Schöpfer von Blut der Königin. Und das alles ist allein meine Schuld. Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde. Nach mir. Ich muss zu ihr. Okay. Dann komme ich zu dir. Ich bin ihr Gefangener. Die Karte ist verflucht. Das Ende ist nah. Nein. Vielmehr ist es ein Anfang. Die blutrote Königin wird. Oh, ist das ein Boss, den ich bekämpfen muss irgendwann? Hm. Könnte es sein, dass du gerade eine Vision von Lidrel Balmon hattest? Weißt du etwas darüber? Hm. In letzter Zeit mehren sich die Berichte, dass Kartenspieler in einer Art Trance-Zustand verstören. Trance, in Final Fantasy 9. Visionen von Lidrel, dem Schöpfer von Blut der Königin, in denen er sich direkt an die Spieler wendet. Doch das ist noch nicht alles. Womöglich steht auch die jüngste Todesserie bekannter Spieler damit in Zusammenhang. Es ist bereits die Rede von einem Fluch Lidrels. Nicht einmal mein inneres Auge vermag es, hinter jene finsteren Vorgänge zu. Mein Gott, der Schatten da unten. Du solltest
deinen Weg zum weltstärksten Kartenspieler daher mit größtmöglicher Vorsicht. Ah, oh, Blutkommandant. Ausgezeichnet. War ja der letzte Spieler. Ja, also die zählen immer. Ich werde aber beim nächsten Mal wieder vergessen, aber dieser super Spieler zählt auch immer zu den Spielen, die man erledigen muss. Okay. Wie heißt diese Dingens überhaupt gerade? Ja. Ein Beschützer des Planeten. Okay. Du wagst es, ungefragt was von meinem Zeug zu trinken? Gut. So, haben wir das mit den Kartenspielen abgeschlossen. Das heißt, wir machen jetzt mal was anderes. Und zwar würde ich sagen, bevor wir irgendwie... Ich glaube, ich könnte ja eigentlich schon mal die Quests hier annehmen, ne? Wir können ja in die Goldshauser gehen. Gott, jetzt muss ich erstmal wieder einen Weg dahin finden, ne? Und ja, schon mal... Ich habe gehört, neue Minispiele sind da freigeschaltet worden, ne? Die anderen erkunden wohl gerade den Goldshauser. Alles klar. Sind alle hier hingerannt wieder. So, ich möchte das Brettchen finden, wenn ich wüsste, wo das ist. Ach ne, etwa da unten, ne? Schwarzes Brett. Hier war das, genau, war gar nicht. Wie kann ich mich dahin teleportieren? Foto muss ich auch noch machen für den Typen. Wir kommen jetzt erstmal hier dazu, wieder zu erkunden nach einer Zeit. Ne? Wo ist denn ein Ding zum Teleportieren? Oh, bin ich blind? Andersaucer, da sind wir. Also ja, wie gesagt, auf der Rückseite sieht man Cloud und Sephiroth. Ne? Dann stelle dich gegen das Schicksal, gemeinsam gegen das Schicksal, meine ich. Und dann sieht man hier so drei Bilder. Ne? Auf ein Bild sieht man Aerith, Tifa und Yuffie. Das heißt, ich wusste schon, Yuffie kommt in dem Spiel vor, was natürlich ein bisschen offensichtlich war. Ne? Dann ganz rechts sieht man den Buggy. Also da wusste ich schon, es geht schon mindestens bis zur Goldshauser und darüber hinaus, weil man kriegt den Buggy erst nach der Goldshauser. Und in der Mitte ist noch ein Bild von der Beschwörung. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber da ist noch Beschwörung noch abgelistet. Und ihr könnt ja mal raten, welche Beschwörung das ist. Das ist eine Beschwörung, die kam auch in Final Fantasy 16 vor. Also ja. Da sind eigentlich nicht mehr so viele übrig, glaube ich, ne? Patient erführt. Ich nehme an, wenn er zu rot ist und zu ausgekreuzt ist, dann habe ich das schon erledigt, ne? Spazis Freunde. Spazi kommt nicht mehr zurück. Auch nicht zur früher Fütterungszeit. Wir machen uns große Sorgen. Kann jemand nach ihm suchen? So, wo ist die Quest? Irgendwo hier, ne? Nehme ich an. Vielleicht auch nicht. Wo ist der Spatzi? Da ist der Spatzi. Hm. Also, was die Quest machen wir nächstes Mal. Fokussieren wir uns hier erstmal. Tun wir im nächsten Part uns um die Quest kümmern, ne? Machen wir jetzt hier erstmal. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe hier, ne? Je nachdem, wie lang die Quest ist. Deswegen machen wir erstmal hier alles andere. So, wie kann ich den Buggy rufen? Oh, perfekt. Dann gehen wir mal rein. Beschleunigen. Yuffie, halt dich fest. Wir machen uns auf zum... Ah, jetzt können wir über die ganzen... Kaktoren! Präventivschlag. Kaktrin, das ist was anderes. Kaktrin, okay. So, KC. So, Kitschiff. Kate, ich nenne ihn KC. Ich kann mir halt nicht angewöhnen, ihn so zu nennen. Ich habe den mein Leben lang so genannt, ne? So, Kitschiff. Kitschiff materialisiert seine Gegner mit einem Megafon und seinen Mogri. Drücke 4 für Angriffsleben mit dem Megafon und rufe mit der Fertigkeit Kupo den Mogri. Bei erfolgreichen Angriff des Mogris füllt sich die Mogri-Leiste, die spezielle Fertigkeiten erlauben. Manche lassen sich nur einsetzen, wenn der Mogri angewendet ist. Der Mogri kämpft selbstständig, bis er sich bei 0 TP zurückzieht. Kann jedoch sofort wieder gerufen werden. Halte beim Reiten 4 für einen Angriff mit dem Mogri gedrückt.
Okay. Okay. Komm her, du Stück. Okay. Alles klar, was? War Schlagerei, ob richtig zielt oder nicht? Okay. Okay. Ich muss ja das mal ja raus, ne? Jetzt sind wieder diese blöden Viecher. Okay, mit Viereck durch wieder. Verstehe nicht genau, wie das funktioniert bisher. Muss ich mal ein Tutorial spielen hier. Wo ist das hier? So, da ist ein... Was ist das denn da hinten? So, eine Kaktrine, die war neu. Kaktoren haben wir schon gesehen, aber Kaktrine will ich ja erstmal... Warum nicht, ne? Was hat ein Mogi aus? Sieht aus wie ein... Könnte halt wichtig sein. So. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Man muss man ja normal alles auf der Weltkarte machen. Ne? Man muss Chocobo-Haltstellen hier finden. Man muss Türme aktivieren. Ne? Ah, sehr gut. Eine goldene Feder. Eine Feder gemacht aus Gold. So, Kaktrinen laufen hier rum. Also, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, Kaktoren laufen wahrscheinlich auch hier in der Nähe rum. Ne? Hier ist, da ist noch so ein. Das ist noch so ein, ich glaube, da hinten ist schon Kaktor. Kaktrin, ich weiß es nicht. Hey, angreifen. Was zum? Du bist ein bisschen groß. Ah, ich habe dich schon. Für Bad muss ich auch noch eine Dings hier lernen, ne? Eine Fähigkeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn irgendwie separat irgendwie. Nein. Wenn ich ihn separat irgendwie spielen muss. Ich dachte, wir müssen. Mein Original war Ketsif die ganze Zeit irgendwie am Reiten auf den Mogi. Deswegen. Ja, ich kann die Viecher nicht treffen. Die sind so schnell. So, lass mich dich treffen, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich den getroffen habe oder nicht. Nein, er hat ihn gefressen. Ich habe gerade gesagt, du sollst dich heilen. Aber er muss ja auch noch irgendwie hier eine Fähigkeit lernen, ne? Spuck ihn wieder aus. Yeah. Oh, ja. So, Limit. Nein, ich kann ihn nicht aktivieren, weil ich... Ich habe den Mogi nicht aktiviert, ne? Mogbox. Keine Ahnung. Okay, was habe ich gerade gemacht? Da geht noch ein bisschen zu schnell, Leute. So, ich muss mal hier... Was muss ich überhaupt machen mit seinen Waffen? Ich muss Dings hier spammen, ne? Ich merke, ich soll vielleicht mal seine Dings hier ändern, ne? Hm. Amplifikation. Ich sehe gerade erst, ja, Amplifikation, das ist doch Gruppen. Das ist doch für Gruppen, ja, das ist doch alle, ne? Das ist doch alle Materie. So, Materialismus weg damit. So, ich nehme mal einen Glücksboost, ist halt wichtig für ihn, weil er halt
weil er halt ein Glücksspieler ist, ne? Und deswegen dementsprechend hier viele, meine ich. Nein. So, Amplifikation, da würde ich natürlich lieber jemanden anderen geben, ne? Da ist halt das Problem, ne? Man kann nicht Automagie und Amplifikation geben, ne? Das heißt, normalerweise muss man ja Automagie hier mit zum Beispiel, keine Ahnung, Vita und so, ne, verbinden, damit die Charaktere von alleine Heilzauber einsetzen, ne? Aber jetzt müsste ich mich entscheiden, ob ich entweder die Charaktere automatisch Heilmagie wirken lassen soll oder ob ich die Heilmagie auf die ganze Gruppe einsetzen will, ne? Geht da jetzt gar nicht mehr. Nein, wenn die Charaktere nicht automatisch heilen, außer ich gebe denen hier Automagie. Ich könnte dazu mal alle wiederbelebt werden können, ne? Nee, Dings hat mir ehrlich gesagt gefallen, ja. Schlaf, stumm, Tobsucher, ich bin nicht so ein Fan von Dings hier. Verstärkte Attacke ist eigentlich nicht schlecht, ne? Für starke Kämpfe. Ich hätte mehr verstärkte Verteidigung, wenn ich ganz ehrlich bin. Verstärkte Abwehr. Auf alle Leute. Keine Ahnung. Dann geben wir ihnen noch, weiß ich nicht. Willenskraft, MP-Boost, geben wir ihnen MP-Boost, ne? Glücksboost und dann noch irgendein Angriffszauber, würde ich sagen, ne? Glut haben wir nur einmal. Dann geben wir ihnen Glut, ne? Erstmal haben wir noch nicht genug, ne? Ich muss mal hier Alexander hier bekämpfen, ne? Weil der nächste, wenn ich mich irre. Muss ich auch mal hier bekämpfen. Langsam mal. So, habe ich. Spinne ich gerade oder habe ich. Hunter Red nicht auch mal Heilmagie? Warum ist Cloud der Einzige, der jetzt Heilmagie einsetzen kann? So, apropos, Barrett hat Heilmagie, glaube ich, ne? Möchte ihn da gegen Deine kämpfen lassen, ne? So. Ah, das sieht schon relativ voll aus. Ich glaube nicht, dass sich noch irgendjemand hier uns anschließen wird. So permanent, weil das sieht ja schon recht voll aus, ne? Ich meine, hier ist noch genug Platz, ne? Aber so spätestens an dem einen Bildschirm hat man schon so erkannt, so, ne, das ist, glaube ich, nicht mehr, da wird nichts mehr mit spielbaren Charakteren. Und da fehlen noch zwei Stück, obwohl da ist noch Platz für zwei Bildchen, habe ich so das Gefühl, ne? Da unten ist noch Platz, aber das wird irgendwie keinen Sinn machen, weil die letzten beiden Charaktere tun sich noch relativ spät anschließen, also jetzt nicht mehr so spät, ne, aber weiß nicht, zu spät, als ob sich das noch irgendwie lohnt, irgendwie eine Truppe reinzunehmen, ne? So wie mit Red 13 damals im ersten Teil, ne? Gegner niederstrecken, okay. Vulkankanone, die gibt den Magie, ne? Was ein bisschen doof ist. Geh vom Feuerstoß voll aufladen und du brauchst Energie atmen. Also bei Red Rising hat sich das halt nicht mehr gelohnt. Damals im ersten Teil hat er sich einen anschließt, weil er halt so spät erst kam, ne? Weil nicht für ein oder zwei Kapitel oder so hat er sich nur noch irgendwie angeschlossen, ne? Und dann bringt es dann irgendwie nicht irgendwie, weil nicht den irgendwie so, weil nicht so extra, weil nicht Equipment zu geben, zu programmieren und so was alles, ne? Und so einen eigenen Kampfstil und was weiß ich nicht alles, ne? Er hatte sich so aus Programmiersicht irgendwie nicht mehr gelohnt, den jetzt noch irgendwie so voll irgendwie ein spielbares Partymitglied zu machen, obwohl er nur irgendwie, weiß nicht, vor ein oder zwei Kapitel oder so spielbar ist, ne? Also da kann ich das noch so halbwegs verstehen zum Punkt. Aber mein Gott, ist das hier noch riesig. Zählt das nächste Gebiet auch noch hier zu? Marco. Juffi ist direkt hier. Haben wir noch was an? Ja. Wie sieht direkt hier? Ich habe gehört, Marco. Ich habe das Wort Marco gehört. Dann steht sie direkt da.
Irgendwie das komische Timing ist perfekt. Ich habe immer irgendwie so ein paar Sachen von so einem Let's Play angesehen wieder, ne? Ich meine, ich habe mir schon Dutzende Let's Plays von Final Fantasy 7 angeschaut, aber ja, ist die Protosubstanz, lassen wir das erstmal. Und ja, weil ich jetzt gerade hier Final Fantasy 7 Rebirth spiele, habe ich mir mal so ein bisschen so Final Fantasy Original Final Fantasy 7 Let's Plays reingeschaut, die ich mir mal vor Jahren so angeschaut habe und so, ne? So einige Cutscenes, so die, um so ein bisschen meine Erinnerung also aufzufrischen, so was noch hier alles passiert, ne? Also nicht was noch alles passiert, aber so einige Sachen angeguckt hier, so die Szene mit Dain zum Beispiel und so, ne? Die habe ich mir noch mal im Original und so angeschaut. Und da fällt mir gerade ein, ich hatte da irgendwie was vorbereitet, aber habe ich voll vergessen einzupacken. Ich mache da beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. Ich habe so eine kleine. Na, werdet ihr sehen im nächsten Part. Ich versuche daran zu denken im nächsten Part. Ne? Aber ich habe vergessen, halt hier mein Streaming-Programm ja gerade so reinzupacken. Ne? Und jetzt wäre ein bisschen nervig, so mittendrin zu machen. Aber mache ich im nächsten Part, wenn ich euch zeige, was ich da so vorbereitet habe. Ne? Und ja, kann man da rein? Da ist eine Tür. Da ist eine Kaktor. Irgendwas sagt mir, das ist irgendwie in Verbindung mit der Protosubstanz. Weiß nicht wieso, das sieht sehr verdächtig aus, so im Sinne von, oh, das sieht wichtig genug aus, als könnte da was sein, ne? So, da ist, ich vergesse immer, wie die heißen hier, diese, nur ein paar Sachen hier noch aktiviert. Wo? Schön sagen, ich habe gehört, Chocobo ist ja weiß, war das in der Costa del Sol Region auch so? Waren die weiß? Waren nicht, die waren orange, ne? In der Costa del Sol Region. Haben wir überhaupt hier schon Chocobo gefunden? Nee, ne? Ich denke mal, das ist noch das gleiche Gebiet wie hier in Costa del Sol, aber wir sind ja eigentlich hier schon in einem komplett neuen Gebiet, ne? Deswegen wundere ich mich gerade so. So, ich werde jetzt aber nicht für alle paar Meter im Buggy hier rausholen, ne? Vogel? Nein, irgendwie nicht. So, ich möchte, da gehe ich irgendwie falsch hin, aber was soll's. Eigentlich komme ich voll Final Fantasy 15 Rückblick, wenn ich so. Ich diese ganzen Energiemäste hier sehe, gab es auch sehr viele von. Aber in Final Fantasy 15 gab es mehr Straßen, also weil da war so eine etwas modernere Welt, ne? War wieder diese pseudo-futuristische Welt, was hier so ja eigentlich relativ üblich ist in Final Fantasy. Ne? So Final Fantasy 8 war auch so eine leicht futuristische Welt, Final Fantasy 13. Final Fantasy 9 war so mittelalterlich. Final Fantasy 16 war ja auch so ein Mittelalter Setting. Das ist immer so komisch irgendwie. So viele Final Fantasies waren immer in so ein Wop. Also ich dachte erst, da wäre ein Kaktor, der irgendwie da unten gerannt ist. Ne? Ich habe nur so grün gesehen. Ich dachte, ich habe da voll den super seltenen Kaktor da irgendwie so was gefunden. Wo ist er? Also warum folge ich dir überhaupt? Ich habe das Ding ja auf der Karte. Ich muss da eigentlich nur den Ding erfolgen. Also ja, keine Ahnung. Das Setting in Final Fantasy Spielen ist eigentlich immer in den meisten Spielen recht konsistent. Ne? Du hast immer so eine Art fancy Setting, so ein fancy, leicht mittelalterlich, leicht futuristisches Setting. Ne? Das sind so die ganzen Retro Final Fantasy. Ne? So ein klassisches fancy Setting halt, ne? Ja, also mit so Burgen, Schlössern und all sowas, ne? Monstern, weiß nicht, im ersten Final Fantasy hat es noch irgendwie so Rassen wie Zwerge und Elfen, glaube ich, ne? Okay, Elfen bin ich mir nicht sicher, aber Zwerge auf jeden Fall. Da hat es ja so richtig oldschool fancy Elemente, ne?
so Drachen und was weiß ich nicht alles, ne? Da waren so Urgestein-Fans, die Sachen. Das war eine Republik. Boah, jedes Mal, wenn ich das höre, ne? Ja, ich meine, das ist eigentlich alles, was wir schon wussten, ne? Wir haben dann einen Reaktor gebaut, dann hat Shinra Stress gemacht und ja, das ist eigentlich, was wir alles schon wussten, ne? So, kriege ich den einen Funkturm da hinten? Der ist noch ziemlich weit entfernt. Da hinten ist noch einer. Die Haltestellen der Kaulwüste, okay. Na, aber aufgehört haben wir, ne? Dann gehen wir zu dem Turm. Wie viele Türme haben wir noch? 3, das ist noch eine Menge. Oh ja. Ja, Final Fantasy 1, 2, 3, 4 eigentlich auch schon. 4 hat schon so ein bisschen mehr mittelalterlich gehabt. Final Fantasy 5 kann ich mich zu wenig dran erinnern, weil ich das so wenig nur gespielt habe. Ich glaube, ich brauche hier den Buggy, ne? Ausgezeichnet, wir sind mobil. Ich gehe so weit von hier durch, ne? Pass mal auf. Wow. Entschuldigung. Okay, hier ist auch eine Quelle anscheinend irgendwo. Oh, ja, da direkt ist aussteigen. Und mit R1, Mann. Ja, Final Fantasy 1. 2, 3, 4 haben so mittelalterliches Setting, so Oldschool, Urgestein-Fantasy-Setting, ne? Richtig klassisch. So verschiedenen Rassen und so was alles, ne? Dann hat's, Final Fantasy 6 war so irgendwie das erste Spiel, was irgendwie so ein richtig neues Setting hatte. Hatte so ein Steampunk-Setting, was richtig geil war, ne? Weiß nicht, ob man das Steampunk nennt, ja, eigentlich schon, ne? Viel Maschinen und so, ne, viel etwas du hast so futuristische Schlösser gehabt, ne, ein Schloss, das so unter die Wüste tauchen konnte, ne, in der geilsten Szene, wie Figaro zum ersten Mal in die Wüste eintaucht. Cloud. Charlie. Da machen wir noch mal. Also jetzt, wo ich da nachdenke, Final Fantasy 7 ist eigentlich so das erste Spiel, was so diesen Mix aus irgendwie, weil nicht futuristisch und Fantasy eigentlich hatte, ne, von den Final Fantasy Spielen. So, irgendwie wird das hier immer noch nicht angezeigt. Nehme an, ich muss dafür extra den Funkturm hier aktivieren, ne? Das ist so cool, dass man hier die ganze warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Haben wir ja Platz für noch mehrere Leute? Ich weiß es nicht, glaub nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir im Buggy hier das gesamte Spiel lang hier spielen können, ne? Weil, oh, komm her. Duff. Alles Kanalende. Schatzversteck, okay. Direkt wieder raus. Ich finde es so gut, dass man ja mit dieser gesamten Gruppe hier durch die Gegend rennen kann, ne? Weil das ist immer so eine Sache, die ich mir immer vorstelle, ist irgendwie voll schwer umzusetzen, ne? Deswegen haben sie halt hier in Final Fantasy 7 im Original haben sie halt so gemacht, oh geil. Dass halt die Charaktere immer in Cloud reinlaufen, ne? Und dann jedes Mal, wenn der Cutscene kommt, dann kommen die aus denen so rausgelaufen. Was eigentlich ziemlich dämlich ist, ne? Aber wie sollen die halt denn sonst machen, ne? Final Fantasy 8 haben sie halt dann so gemacht, du hattest immer zwei andere Partymitglieder da neben den Hauptcharakter, ne? Und die sind dann dir hinterhergelaufen, ne? Und die sind, also wir sind eigentlich wirklich nicht hinter einem hergelaufen, sondern die haben eigentlich wortwörtlich Schritt für Schritt alles kopiert, was du gemacht hast, ne? Also wenn du die ganze Zeit irgendwie so zuckend hier durch die Gegend gelaufen bist, dann haben die auch, da sind die auch die ganze Zeit so zuckend durch die Gegend gelaufen. Da waren eigentlich nur Kopien von dir, die sich halt mitbewegt haben und
jede einzelne Aktion, die du gemacht hast, hier kopiert haben, ne? Ich nehme an, oben da am Rohr könnte der Schatz sein, ne? Also ja, wie anders sollte man das hier so irgendwie weil nicht regeln, ne? Das ist halt nicht so im Kingdom Hearts, ne, wo die Charaktere halt sich hier oder wie in dem Spiel, ne, wo die Charaktere hier so leben und atmen und so, ja, weiß nicht. Wenn das ja Final Fantasy 8 wäre, dann würde mir Barrett hier auf Schritt und Tritt komplett folgen und alles nachmachen, was ich gerade mache, ne? Aber ja, das ist natürlich heutzutage moderner, ne? Dann Final Fantasy 9 war glaube ich auch wieder Charaktere sind in einen reingelaufen oder die sind einfach nicht irgendwie, weiß nicht, die sind immer nur gespawnt, wenn irgendwie hier eine Cutscene oder so kam. Final Fantasy 10 auch, Final Fantasy 12 haben sie das eigentlich auch schon so ein bisschen. Oh, jetzt kann ich hier wieder nicht hin. Ja, oder muss ich sagen, wir machen ja Feierabend, ne? Wir suchen beim nächsten Mal hier den Turm jetzt zu erreichen, ne? Damit wir hier, oder vielleicht gehen wir immer hier hin und hier hin, ne? Es gibt noch eine Menge jetzt zu erkunden, ne? Wir sind noch eine Weile hier beschäftigt, ne? So, sieht aber so aus, als wäre das Gebiet hier so richtig abgetrennt, ne? Das sind die Coral-Region, ne? Und dann müsste es eigentlich hier so weitergehen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Dann sieht das schon so aus, als wäre das der Ende der Weltkarte, ne? Außer da kommt hier noch was, ne? So viel mehr kommt ja eigentlich. Wir sind ja so, als ich heute angefangen habe, habe ich gesehen, wir sind bei 56%. Ich habe 56 Spielstunden. Ich bin immer irgendwie genau, ich habe genauso viele Spielstunden, wie ich Prozentzahl in der Story ab anscheinend, was ich faszinierend finde. Ja, das heißt, ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen, das heißt, wir müssen jetzt bei 57% sein, ne? Lass ich mal gucken. 57% unten rechts, ja. Gut, dann würde ich sagen, aber ich mache den Part hier, ich mache hier einen Schnitt, ne? Und in der nächsten Folge, weiß nicht, ich glaube, wir fokussieren uns erstmal auf die Quests, ne? Ne, machen wir erstmal die Funktürme und so, ne? Da ist noch eine Menge hier. Ich glaube, die werden uns noch beschäftigt genug halten, ne? Da war bei der Quest danach. Ich bin Level 31, oder ich bin jetzt auf den Level von der Quest. Aber ich muss ja erstmal da hinkommen, ne? Die andere Quest habe ich auch erstmal gestartet. Wer weiß, wie lange die noch dauert, ne? Machen wir das. Wir werden das schon irgendwie lösen, ne? In Chatlist Simulator müssen wir natürlich auch noch was machen. Also da ist noch eine Menge Sachen hier, die wir machen müssen. Na gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute, ne? In der nächsten Folge geht es weiter mit der Erkundung. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao!